Ja, jetzt wird's spannend. Ich habe mal hier, man kann auch Blödsinn machen mit Tia und so weiter. Ich habe hier mal einen Simulator, der kommt auch von Tia, gestartet und dieser Simulator, der tut so, als wenn jetzt mein Programm, ich komme jetzt gleich drauf, welches Programm, tatsächlich eine CPU hätte. Das kennen wir von anderen Programmen her. Gut. Und was ich hier für einen Blödsinn gemacht habe, naja, gucken wir uns das mal an. Ich habe hier einen Horizontalzähler und einen Vertikalzähler. Die laufen hier beide und laufen immer hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter und so weiter. Aber wofür? Naja, damit ich eben ein bisschen Blödsinn machen kann. Ich habe das mal hier mit der Simulation gemacht. Also so wie der Zähler immer hochzählt und der andere auch, steuern die diesen Ball und den kann ich entsprechend hier auch steuern. Und hier habe ich dann einen Treffer, wenn das klappt und so weiter und so fort. Hier habe ich den Horizontalwert, den Vertikalwert, um das. Jetzt habe ich es natürlich verpasst. Nee, so geht's nicht. Bloß von vorne. Egal. Also wie gesagt, so ein Blödsinn kann man auch damit machen. Einfach so, um zum Beispiel, wie soll ich sagen, mal einen kleinen Bildschirmschoner oder einen kleinen Spaß mit in Tier einzubauen. Also ganz einfache Geschichte. Gut, ich hoffe, es hat gefallen. Tschüss.